Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Wow! Wo kommst du denn, du Morgo? Das ist gleich der nächste. Bam. Ah, die kann man one-hitten quasi. Awesome. Ich bewege mich gerade schon vorwärts. Die Bauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Ortem noch lange mitmacht. Erstmal hier rumgehen. Oder da umgehen. Auf jeden Fall erstmal einen anderen Weg gehen, als die wollen. Nur um die zu verarschen. Ha! Nein, nein, ich hab da nicht gerechnet, wa? Und du kriegst jetzt einen ab. Bam! Oh shit. Was ist das? Geht hinter mir eigentlich auch schon die Party? Mal kurz nachgucken. Sicher ist sicher. Vorsichtig. Wollen wir mal ein bisschen unsere Kameraden hier retten, wa? In welche Richtung kann ich denn hier eigentlich gerade nicht laufen? Das ist ja der... Ey. Wieso hält denn der zwei Schläge aus? What up, bitches? Wollt ihr nicht auf die schießen? Oh, fuck. Ist der mir einfach ausgewichen? Ich glaube, alle Wege führen nach oben, so nach dem Motto, oder? Wir sind Außerirdische. Friendly Fire, bitte kurz einstellen. Bam, kann ich auch. Oh, jetzt kriege ich aber gerade von allen Richtungen Damage. So, wie ist die Lage? Wupp, wupp, wupp. Oh, da hinten geht gut ab. Hallo, Freunde. Ich will Granaten. Oh, ich habe keine Muni mehr. Immer in die Eier. Was geht denn jetzt ab? Eine Rettungskapsel ist noch ein bisschen schnell an Bord, bevor sie startet. Oh nein, oh nein. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Ach so, wir haben es quasi bis zur Rettungskapsel geschafft. Hau rein! Hau rein! Wir sind ja eiskalt. Abdocken okay, geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Na, wir schaffen es, Rekrut. Seht. Oder Soldat? Ich finde so cool, wie wir einfach die einzigen sind, die stehen. Weil wir es können. Mit diesem geilen Panzerrüstung. Ihr wisst, was ich meine. Was ist das, Lieutenant? Ein Ring. Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Oh! Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. Alter, Kies. Captain Kies. Fahr uns nicht um. Alter, der wird sich jetzt ja wohl nicht selbst umbringen, oder? 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Das sollte alles frei bewegbar sein. Daumen drücken, Sie haben welche? What? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Spiel nicht lieber in Englisch spielen sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt machen könnte. Und wir haben einen Erfolg freigeschaltet! Ja, Mann! 25 Gamer Points! Pillar of Awesome! Pillar of Awesome mehr! Ja, der war schlecht, ich weiß. Erstmal einen Schluck trinken. Prost zusammen! Fuck, ich hab vergessen, auf die Uhr zu gucken. Fuck! 19:26 Uhr. Ich habe wahrscheinlich so um 25 angefangen. Sag ich jetzt einfach mal mehr Zeit für euch. Okay. Mein Controller vibriert hammermäßig. Chief, hören Sie? Ja, ich bin da. Endlich. Master Chief für Sie. Können Sie sich bewegen? Mit wem rede ich gerade? Mit der KI? Ey, sind die alle dood oder was? Hoppla. Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die überlebt haben. Da tut mir furchtbar leid. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Oh, das ist aber hammer ärgerlich. Okay, Hauptsache, wir haben wieder Munition. Das ist viel wichtiger als so ein paar komische Typen. Da gibt's einen Weg. In welche Richtung soll ich denn jetzt mal gehen? Habe ich ein Ziel? Ich gehe einfach mal hier rum. Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Aber ich will nicht. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind.
erstmal andere Richtung laufen, als das Spiel möglicherweise möchte. Oder das Spiel will, dass ich hier rumlaufe. Und das hat mich voll verarscht. Aber eigentlich bin ich ja eher der Typ, ich möchte genau das andere machen. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Also die Allianz sind wir, hoffe ich. Kenne ich auch irgendwoher. Könnte es etwa wie... Ja, Moment, das sieht aber nicht aus wie wir. Sieht mehr aus wie... außerirdischen Technologie. Wow, 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 what the fuck? MongoFace 123 möchte ihr Freund sein. Ah, ich glaube, ich bleib eingeloggt, allein für diese geilen Sprüche. Kann ich nicht irgendwie abschießen? Wer wird, wenn du nicht auf mich schießt, du Arschkeks? Ja, wie gesagt, mit Sprinten ist ja nichts. Jetzt habe ich immer noch keine Granate geworfen, obwohl gerade dieses Granatenwerfen auch eine ganz wichtige Innovation war. Nämlich, das war selbst bei Computerspielen zu dem Zeitpunkt immer noch so, Granaten hat man geworfen, indem man Granaten ausgewählt hat. In dem Waffenmenü. Weißt du, wie man so quasi beim Max Payne kann man beispielsweise die Shotgun auswählen und die Pistole und dann halt auch Granaten. Und da musste man quasi Granaten werfen, indem man die Schießentaste gerückt hat. Aber Halo hat irgendwie gesagt, was soll denn der Quatsch? Granaten kriegen eine eigene... Oh fuck, da habe ich schon eine Granate geworfen. Granaten kriegen einfach eine eigene Taste, dann läuft der Hase. Ich krieg da so was von auf die Fresse. Ich bin tot! Scheiß die Wand an. Das war schwach. So, was die gesagt haben. Die haben gesagt, Granaten kriegen einfach eine eigene Taste. Und dann kann man Granaten direkt werfen, ohne dass man irgendwie die Waffe wechseln muss oder so. Ihr könnt mich natürlich verbessern, falls irgendein Spieler schon vor Halo gemacht hat. Aber da ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Ja, ich gehe jetzt hier mal so einen anderen Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier gerade einen ziemlich crappigen Weg laufe. Weil so komme ich nicht zu den Hügeln. Kann ich über die Felsen? Fuck. Fuck. Von Fels zu Fels jumpen? Nein! Ah, hier komme ich auch nicht hoch. Ihr seid doch alles Mongos. Das heißt, ich bin doch den richtigen Weg am Anfang gelaufen. Wie geschickt sind bitte die Entwickler, dass die Leute erstmal in die falsche Richtung laufen lassen. Mit geschickt meine ich doof. Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Das Ökosystem des Rings ist unglaublich komplex. Ich finde das so schwer vorstellbar, dass wir hier gerade auf so einem Ring sind. Weil in die Richtung ist nicht irgendwie ein Abgrund oder so, sondern eine ganze Menge Wasser. Alarm! Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Ja, ich bin schon dabei, mich abzusetzen. Falls die diese Wortbedeutung meinen. Aber jetzt kommen ja sofort wieder die Mongos, die mich so fertig machen. Was habe ich eigentlich für eine Pistole? Nehmen wir erstmal die Pistole. Um die Kleinen wegzumachen. Oh, da vorne kommt schon der harte Kerl, der da aus seinem Kampfschiff auf mich schießt. Spannung, Spannung. Wo kommen die kleinen Kack-Mongos? Kackratten. Wie nenne ich die kleinen Viecher? Ich muss mir noch einen vernünftigen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach, das war jetzt. Ist der schon down? Nice. Da hat man es gesehen. Eiskalt, eine Taste gedrückt für werfen. Ey, man wird ja am Anfang ganz schön unter Druck gesetzt, ey. Scheiß die Wand an. Habe ich denn da gerade mit der Granate quasi platt gemacht? Erstmal. Oh, scheiße. Ich geh rein. Wir sind ganz harter. Bisschen Munition sparen. Hier lebt noch irgendwo einer. Ich weiß jetzt nur gerade nicht wo. Zumindest gerade hat nur einer geschossen. Oder war das der, den ich kaputt gehauen habe? Ja, ich glaube, da war der, den ich kaputt gehauen habe. Okay. Also weiter geht's mit der besseren Waffe gerüstet. Da habe ich doch gerade was gehört. Was war das? Also wie spät habe ich jetzt auf die Uhr geguckt? Ja. Ich mache um 40 Schluss. Das sind noch 8 Minuten. Das müsste ja wohl mehr als genug sein für eine Folge.
bin übrigens für euch zur Info immer noch am ersten Tag der Aufnahme. Also man hat das ja immer wieder, dass Leute das noch nicht so hundertprozentig verstehen. Eine Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Ja, da sollten wir mal nachsehen. Das sagen zumindest die Untertitel. Da sollte es nicht immer so hundertprozentig verstehen, dass man schon ein bisschen was aufgenommen hat, wenn die Folgen online gehen. Aber deswegen sag ich's euch jetzt nochmal. Wahrscheinlich werde ich heute, keine Ahnung, so 8 Folgen oder so aufnehmen. Und alles, was ihr bis dahin an Tipps geschrieben habt, bringen mir dann halt erst was ab Folge 9. Also ich habe das ja schon mal häufiger, dass ich irgendwie so total dämliche Fehler mache. Und dann regt ihr euch in den Kommentaren so hammermäßig darüber auf. Aber ich kann ja nichts dran ändern. Weil die Folgen halt schon aufgenommen sind. Was ist das da? Wow, da sind Menschen! Hi, Bitches! Schön, Sie zu sehen, Sir. Nett, dass Sie vorbeischauen. Null Probleme. So, Sir. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein Ewak-Schiff angefordert. Bis Sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat. Keine Sorge, Sergeant. Wir bleiben hier, bis das Ewak-Schiff kommt. Aufpassen! Einem Anflug befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Also muss ich jetzt hier die beschützen. Sagte mir gerade mein Ziel. Die Schreie ist jetzt so geil. Total vorsichtig. Wieso darf ich da nicht hoch? Ich würde gerne wissen, was da oben abgeht. Aber ich will die hier verteidigen, mal so eine Runde. Ach, da hinten ist der Landungsschiff. Achso, der Landungsschiff der Gegner. Scheiße. Wow, 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 Bitches. Alter, der Landungsschiss. Der Landungsschiss. Geh weg, Landungsschiff. Das jetzt erstmal aus, Maul! Was bist du? Du bist ein Gegner. Augen auf! Landungsschiff der Allianz im Anflug! Landungsschiss heißt das. Wir haben nicht mehr viel Munition, fällt mir gerade mal so auf. Na, der Schrei ist so geil. Ist wieder Wilhelms Schrei. Wie wär's, wenn ihr mir Munition geben würdet? Was haltet ihr davon? Offensichtlich nicht allzu viel, weil ich habe noch ein volles Magazin und da noch 16 Schuss. Und das ist vergleichsweise wenig. Was ist das? Alle Mann ducken! Dann benutzen wir mal unseren Mighty Pistol. Ist ja null Problemo. Die macht ja auch Damage. 2 Schuss brauche ich für die Kleinen. Damit kann ich arbeiten. Okay, hier ist kein Dicker gewesen. Ah, ich höre ihn aber. Ich höre ihn. Da hinten läuft er rum. Oh, da habe ich Schüsse für mein Sturmgewehr eingesammelt. Das ist gut. Vielleicht ist da jemand draufgegangen. Das reicht mir dann aber. So, ich habe Schüsse. Der ist down. Und da kommen schon die Nächsten an. Woo! Verdammt, ich muss tatsächlich zugeben, dass das ganz schön viel Fun macht, das Spiel. Trotz Controller und Ego-Shooter. Hinter uns landet noch ein feindliches Schiff. Sie versuchen uns in die Zange zu nehmen. Nicht mit mir, Kollegen. Euch werf ich erstmal eine Granate in die Fresse. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Da kann das Landungsschiss auch schon schön auf mich schießen. Ey. So geil, wie die wegrennen. Ah nein, das war ein Fehler. Irgendwo war ja noch ein Gegner. Ah, Radar ist mein Freund. Hä, du lebst immer noch? So, ich hoffe, das war's. Sonst wird's hier irgendwie auch öde. Ich habe nur noch eine Granate. Oh, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Hammermäßig dramatische Musik. Irgendwas passiert. Gerade in diesem Moment. Ich weiß nur nicht was. Okay, ohne Scheiß, Leute, was geht hier gerade ab? Aha! Ein neues Schiff! Schiss! Friss die Granate! Granate! Was passiert, wenn ich euch schlage? Oh, dann geht euer Schild kaputt. Das tut mir ja leid.
Okay, ohne Scheiß. Ah, da sind noch Gegner, ich hört. Ah, ne, das ist der Landungsschiss. Ach, Jungs, was ist denn jetzt hier los? Wir konnten sie nicht retten. Ich schlage vor, dass wir beim Signal wieder bleiben. Sind die draufgegangen? Scheiße! Das war aber nicht der Plan, dass die jetzt hier alle draufgehen. Ich hab doch extra voll viel Ass gekickt. Vielleicht sollte ich das wieder mit dem Ding nehmen. Hm, war das jetzt hier irgendwie... Wait a minute, wir haben schon 38! Roger, Echo 419, hier ist Feuerteam Charlie, wie hören Sie? Sind Sie das V-Hammer? Roger, Feuerteam Charlie, schön von Ihnen zu hören. V-Hammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln, Sie sind im schnellen Anflug. Ja, aber das sind meine Rettungskapseln. Wenn die runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. V-Hammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Roger, Cortana. Okay. Okay. Aber, liebe Freunde, das gibt's erst in Folge 4. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns halt in Folge 4, wo wir jetzt mal in den Warthog einsteigen oder wie dieses Gefährt nun mal heißt. Und, tja, ehrlich gesagt, habe ich ganz schön viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann!